Okay, das bringt mir hier gerade so noch alles nichts. Oh! Oh, 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 oh. Nein. Das ist immer das, was passiert, wenn man, sagen wir mal, mehr als eine Stunde Pause zwischen den Aufnahmen macht. Da bin ich bei der Post. Ach, Minish. Die Schwertkampfschule von Meister Magnus im Süden der Stadt ist toll! Er bringt dir persönlich seine Schwerttechniken bei. Vielleicht sollte ich auch dorthin. Und wer bist du? Oh, ich komme aus einem fernen Land. Das sieht man auch an meiner Kleidung. Unwesentlich. Wow, 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 wow. Wow, wow. Blödes Hundevieh. Ach, das ist so eine Winzlingstreppe. Da komme ich mit meinen dicken, fetten, breiten Beinen gar nicht hoch. Reden? Da draußen ist es zu gefährlich. Ich kann dich nicht durchlassen. Also ihr lasst mich nicht ins Schloss zurück. Dann gehe ich eben wieder aus Hyrule raus. Ich habe noch andere Möglichkeiten, wo ich lang gehen kann. Ich habe eigentlich noch andere Möglichkeiten, wo ich lang gehen kann. Mhm. Ach, da schau her. Ich habe wieder... Ja, Muscheln habe ich auch. So. Du hast eine Fee gefunden. Sie gibt dir neue Energie. Ich habe eine Fee gefunden. Jetzt bin ich wieder bei Opa. Ach, ein Minischdorf Häuschen.
ich habe ein Herzteil erhalten. 4 Herzteile ergeben zusammen einen Herzcontainer. Mit jedem Herzcontainer erhöht sich deine Herzzahl. Sehr schön. Das ist was Wunderbares passiert. Also da war ich schon, da komme ich aber nicht gerade nicht unbedingt weiter. Ich war hier in der gesamten Stadt und da lassen sie mich nicht drüber. Also würde ich jetzt sinnvollerweise einmal versuchen, hier rumzugehen, um nach oben zu kommen, um dann wieder hier hinzukommen, um im Schloss zu fragen, was ich machen muss. Klingt das nach einem guten Plan? Also für mich klingt es nach dem besten Plan, den ich habe. Konnte ich mit denen was ausrichten? Beim Bier? Wahrscheinlich nicht. Oh, doch, konnte ich. Schloss Hyrule, Stadt Hyrule, Zyloria-Wald. Entschuldigung. Ich bin Handwerksmeister Muto. Wir reparieren die Stadt im Auftrag des Königs von Hyrule. Ja, 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 geh weiter, mein Kind. Hier wird gearbeitet. Das ist gefährlich. Und du bist... Oh, das tut mir leid. Ja, ja, du bist Handwerksmeister Muto und repariert die Stadt im Auftrag des Königs und ich soll weitergehen. Ja! Muss ich doch gucken, ob ich über den Tyloria-Wald eventuell komme. Die kriege ich nicht aufgesprengt. Da kam ich nicht rüber. Hier klappt das auch alles nicht. So. Ich weiß nicht, was er wieder blümpen gemacht hat, aber... Schwupp, schwupp. So, dann mache ich mich noch mal kleiner. Ja, genau, Esselo. Boing, 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 brumm. Wuppel, 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 wuppel. Thank you.
von uns Minischwan vor langer Zeit durch ein Tor von ihrer Welt in die Welt der Menschen gelangt. Ich glaube, er war doch alles die Schwitzerdütschen. Hallo, großer Häuptling. Geh dort entlang, das ist eine Abkürzung durch den Wald. Habe ich ja kein Problem mit, ich weiß nur nicht mehr, wo ich hin muss. Du willst das heilige Schwert erschaffen, um Zelda zu retten, nicht wahr? Du schaffst das. Na gut, dann schaffe ich das halt. Was wolltest du von mir? Ich habe dir vorhin meine letzten Bomben gegeben. Tut mir leid. Okay. Östlicher Hügel, ja. Na toll. Schloss Hyrule, Stadt Hyrule, Tyloria-Wald. Irgendwie muss ich doch aber da wegkommen können. Stadt Hyrule, Welt von Tabanta, Tyloria, Welt von Tabanta. Hier kann ich nichts tun. So, blöder Vogel, nimm das.
Kämpfen. Also, hier komme ich nicht lang. Hier sind meine Feen. Wenn ich mich minischen könnte. Wenn ich mich minischen könnte, könnte ich hier rüber. Okay, ihr wollt's gehören. Juhu, ich will Minish sehen. Okay, du lässt mich raus. Hier könnte ich mich minischen. Da unten komme ich nicht lang. Da müsste ich auch geminischt rein. Da komme ich nicht lang. Das hier bringt mir nichts. Soll ein nützliches Werkzeug im Süden. Hat nichts gebracht. Das bringt auch nichts. Ich müsste dich irgendwie wässern. Ups, ne, das wollte ich nicht. Ups. Ups. Ihr gebt mir so viele Steine. Immerhin ist es das nicht. Also eigentlich müsste ich da bald stehen bleiben können. Nein, kann ich natürlich nicht wegspringen. Hm.
Hier komme ich auch nicht drüber. Flip. Muss ich jetzt noch echt alle irgendwie in der Stadt ansprechen, in der Hoffnung, dass mir irgendjemand einen Hinweis gibt, was ich machen kann? Ja, Schwertkampfschule. Ja. Ja. Geh doch dahin, wenn du da bist. Du bist ja aus den neuen Morgenlanden. Kann keine Katze anziehen. Ah ja, wenn diese Glocke klingt, wird in Hyrule etwas passieren, so sagt man. Frisches Gemüse von Karo und Toffel. Mit Sorgfalt gezüchtet. Sehr gesund. Eine Karo-Toffel. Seht her, schönes frisches Obst. Ha, ich bin der flinke Briefträger und eile für dich durch die Stadt. Weh, die Hühner sind weg. Hilfst du mir, sie wieder einzufangen? Klar doch. Gut, dann fang drei Hühner in 25 Sekunden. Du brauchst nicht in Häusern oder innerhalb... Das klappt nicht. Obwohl ich die 23, genau, die 23 Hühner. Ja, ich habe mich bemüht. Ich habe mich redlich bemüht. Ja, wann? Da komme ich nicht rein. Ja! Das war ein heißer Kampf. Schade, dass unsere Kämpfer nicht stark genug waren. Das Schwertkampfturnier war toll. Ich habe vor Aufregung laut gelubelt. Hier sind wir beim Schwertkampfmeister. Würde ich jetzt halt mal erstmal gucken, kriege ich Sinn irgendwo als Minish hier durchzugehen? Ich glaube nicht. Lutsch. Nein, das solltest du so nicht machen. Ach, hier war der Herzcontainer drin. Du, das Herzcontainer-Stückchen.
ja, ich ruhe mich aus im ersten Stock. Du fertigst Schwerter für die Soldaten, die gegen die Monster kämpfen an. Du würdest ja gerne helfen, aber du musst ich muss Prinzessin Zelda alleine retten. Wie? Hast du etwa vergessen, was der Älteste im Wald gesagt hat? Ja. Ein Minish namens Melter soll auf dem Gongolberg leben. Aber wie sollen wir nur diesen steilen Berg erklimmen? Ich wollte schon sagen, also die Richtung für Feuer ist gut. Also in der Bäckerei war ich drin. Herzlich willkommen in der Bäckerei Krümel und Kondita. Ein Brot kostet 20 Rubine. Kaufen. Du hast ein Brot gekauft. Das sieht aber lecker aus. Diesmal war nichts drin. Wie schade. In der Bäckerei Krümel und Kondita. Ein Kuchenstück kostet 40 Rubine. Ja, ich kaufe jetzt auch für 40 Rubine ein Stück Kuchen. Diesmal war nichts drin. Schade. Wie viel kostet das Croissant? Krümel und Kondita, 30. Ja, ich gebe jetzt mein Geld aus für Zeug, das ich nicht brauche. Es zergeht förmlich auf der Zunge. Einkaufen macht Spaß. Ah, ich muss noch Glücksbrot beim Bäcker holen.